Hat Gott das Böse erschaffen? In einer Physikunterrichtsstunde fragte der Lehrer: Hat Gott alles geschaffen, was existiert? Jawohl, Herr Lehrer, entgegnete eine Schülerin. Und gibt es das Böse? Ja, gibt es. Der Lehrer antwortete: Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Und somit ist es unvernünftig, an einen guten Gott zu glauben. Die Schüler verstummten nach einer derartigen Antwort. Der Lehrer war sichtlich zufrieden mit sich und stolz darauf, dass er nochmals bewiesen hatte, dass der christliche Glaube eine Göttersage war. Ein Schüler namens Albertus hob seine Hand und sagte: Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Herr Lehrer? Selbstverständlich, erwiderte der Lehrer. Albertus stand auf und fragte: Glauben Sie, dass es Kälte gibt? Was für eine Frage ist das? Natürlich gibt es Kälte. Ist dir etwa noch nie kalt gewesen? Entgegnete der Lehrer. Alle Klassenkameraden lachten über die Frage des Schülers. Albertus entgegnete: Herr Lehrer, Sie wissen doch, dass es Kälte gemäß den Gesetzen der Physik nicht gibt. Das, was wir Menschen für die Kälte halten, das ist in Wirklichkeit die Abwesenheit von Wärme. Tatsache ist, Kälte existiert nicht. Die Menschheit hat dieses Wort lediglich erfunden, um zu beschreiben, wie man sich ohne Wärme fühlt. Albertus fragte den Lehrer weiter: Glauben Sie, dass es die Finsternis gibt? Der Lehrer antwortete ganz empört: Natürlich gibt es sie. Daraufhin erklärt Albertus: Wieder liegen Sie falsch, Herr Lehrer. Die Finsternis gibt es genauso wenig wie die Kälte. Finsternis ist in Wahrheit die Abwesenheit von Licht. Licht lässt sich erforschen, die Finsternis aber nicht. Die Finsternis kann man nicht messen. Ein einfacher Lichtstrahl kann in eine Welt der Finsternis eindringen und sie durchleuchten. Wie lässt sich feststellen, wie dunkel ein Raum ist? Man misst die Menge des vorhandenen Lichts, nicht wahr? Finsternis ist ein Begriff, der von Menschen benutzt wird, um den Zustand ohne Licht zu beschreiben. Letztendlich fragte Albertus den Lehrer: Gibt es das Böse? Etwas verunsichert antwortete der Lehrer: Ich denke schon. Wir sehen es jeden Tag. Es wird deutlich an der Vielzahl der Verbrechen und Gewalttaten überall in dieser Welt. Diese Übeltaten sind nichts als boshaft. Wieder entgegnete Albertus: Das Böse gibt es nicht. Das Böse ist die Abwesenheit Gottes oder die Abwesenheit von Liebe. Es ist genau wie die Finsternis und Kälte, Wörter von Menschen erfunden, um die Abwesenheit Gottes oder die Liebe zu beschreiben. Gott hat das Böse nicht erschaffen. Das Böse ist nicht wie der Glaube oder die Liebe, welche existieren, genau wie das Licht und die Wärme. Das Böse ist das Ergebnis dessen, was geschieht, wenn sich Gottes Liebe nicht im Herzen befindet. Es ist wie die Kälte, die kommt, wenn keine Wärme da ist. Oder die Finsternis, die kommt, wenn kein Licht da ist. Der Lehrer nahm nachdenklich Platz.